Mit dem Elektrobus durch den Harz. Modellprojekt des Landes macht es möglich. Mit ihren 137 Fahrzeugen bedienen die Harzer Verkehrsbetriebe die Strecken im gesamten Harzkreis und das sowohl in den Städten als auch regional. Jetzt haben sie sich für einen neuen E-Bus, der Platz für 60 Fahrgäste bietet, entschieden. Es ist nicht der erste, der auf Sachsen-Anhalt-Straßen fährt, aber er ist der bisher einzige, der auch fahrplanmäßig übers Land fahren soll. Und das alles mit grüner Energie. Die Harzer Verkehrsbetriebe sind stolz auf ihren Neuankömmling aus Schweden, den sie als Mietfahrzeug für 2 Jahre in ihre Flotte integriert haben. Wir wollten als mittelständisches Unternehmen, das auch in kommunaler Eigentümerschaft sich befindet, zeigen, dass wir in Sachsen-Anhalt auch Langstrecke können. Das heißt, im ÖPNV ist es der Regionalverkehr. In Sachsen-Anhalt sind bisher lediglich 5 Fahrzeuge mit E-Antrieb im ÖPNV. Das ist jetzt hier in Wernigerode das 6. Fahrzeug, aber alle anderen in Halle und in Stendal können nur Kurzstrecke. Das heißt, sie sind im Stadtverkehr unterwegs. Und da haben wir uns als Harzer gesagt, wer, wenn nicht wir, können im Harz ins Gelände, in die Langstrecke aufbrechen. Und das haben wir mit diesem Projekt getan. Das Fahrzeug selber ist gemietet, es ist ja ein Modellprojekt. Das Problem an der Mobilitäts- und an der Energiewende in Deutschland ist, dass entgegen der politischen Sonntagsreden das Projekt selber ja nicht durchfinanziert ist. Wir beweisen daher noch an zweiter Stelle, dass es auch ohne Fördermittel geht. Wir haben hier keine Förderung. Es haben sich alle Partner auch finanziell am Riemen gerissen. Und Scania hat ein Mietprojekt, ein Mietprodukt, das den Diesel in Kombination auch mit den günstigen Strompreisen der Stadtwerke Wernigerode im finanziellen Vergleich ins Hintertreffen drängt. Das heißt, dieser Elektrobus ist eines unserer wirtschaftlichsten Fahrzeuge derzeit. Und ich denke, das war die Anstrengung wert, zu zeigen, dass wir es können, in Sachsen-Anhalt eben auch Langstrecke zu fahren. Für den Einsatz eines Elektrobusses müssen natürlich auch entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Die Wernigeröder Stadtwerke errichteten auf dem Gelände der HVB eine Schnellladesäule. Außerdem bieten sie ihren Naturstrom zu günstigen Konditionen an. Ja, die Harzer Verkehrsbetriebe sind ja seit vielen Jahren unser Vertragspartner, Geschäftspartner und wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen. In erster Linie auf Basis der Erdgasbusse mit der Erdgastankstelle, die wir auch erweitert, erneuert, modernisiert haben. Und im Gegenzug hat ja die HVB ihre Busflotte so gut wie komplett auf Erdgas umgestellt. Und mit der Entwicklung der Zeit kam natürlich das Thema Elektrobusse auch hier auf unseren Tisch und wir haben gemeinsam eine Lösung gesucht, gefunden und umgesetzt. Ja, wir haben der HVB eine Schnellladesäule installiert und verpachten diese an die HVB und liefern den Naturstrom noch dazu. Die Säule hat eine Leistung von 2x80 kW plus eine kleine Ladebuchse in Anführungsstrichen für 22 kW. Und da kann dann gleichzeitig können 2 Busse geladen werden, aber es kann auch mit einem PKW sich angeschlossen werden. Die 8 Akkus sind auf dem Dach und am Heck des 400 PS starken Busses angebracht. Rund 3 Stunden braucht der neue, um sie wieder aufzuladen. Die ersten Tests auf den längeren Strecken erwiesen sich als sehr positiv. Da ist ein Unterschied zum herkömmlichen Verbrennermotor. Wir haben keine Schaltvorgänge, wir haben natürlich viel leisere Fahrgeräusche, alles komfortabler. Und ja, ich muss zugeben, es macht Spaß. In der Regel fährt der 2 geteilte Dienste und da ist das Auto 3-3,5 Stunden circa unterwegs, bevor es dazwischen geladen wird. Wir haben eine Reichweite in dem Fahrzeug von circa 230 Kilometer. Ein bisschen Reserve brauchen wir immer, um ins Depot zu kommen. Aber 150, 170 Kilometer sind jederzeit möglich. Die Vorteile liegen auf der Hand. Allerdings gibt es auch Nachteile und dazu gehören unter anderem die Anschaffungskosten von ca. 600.000 Euro, die fast doppelt so hoch sind wie bei Erdgasbussen. Wir werben für eine Politik mit Augenmaß, mit Maß und Mitte. Wir sind das einzige Unternehmen in Deutschland, das 4 Antriebsarten im Portfolio momentan hat. Wir haben Diesel zu 60% noch, wir haben 40%
klimaneutrales CNG, das in Anhalt-Zerbst produziert wird. Und wir haben diese beiden Antriebsstränge schon mit hybriden Fahrzeugen der neueren Bauarten kombiniert. Das wäre dann also die dritte Antriebsart. Und an vierter Stelle haben wir jetzt den Elektroantrieb. Insofern denke ich, dass eine Mobilitäts- und Energiewende vernünftig nur organisiert werden kann, indem man andere Dinge nicht verbietet, sondern Dinge mit Augenmaß fördert, die in bestimmten Bereichen punktuell Sinn machen. Die Diesel- und Gasfahrzeuge sind bei den Verkehrsbetrieben noch in der Überzahl. Dennoch ist das Unternehmen offen für Neues. Zurzeit befindet sich noch ein weiterer E-Bus von MAN in Wernigerode und soll ebenfalls 14 Tage lang auf Herz und Nieren geprüft werden.